Und dann hat sich das auch erledigt. Aber die Quest ist noch nicht beendet, das heißt, hier müssen noch ein paar mehr sein. Vielleicht liegen hier noch welche rum. Ja, wobei, da hinten ist ja auch schon der Jäger. Dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht hier noch am Bauernhof irgendwo ein paar Wölfe rumliegen. Hier haben wir schon mal einen getötet. Da haben wir dann nochmal einen. Ah ne, es ist ein Scavenger gewesen. Naja, ist ja fast wie ein Wolf. So, was haben wir hier noch? Hier sieht jetzt nicht mehr wirklich nach irgendeinem Wolf aus. Dann gucken wir doch noch mal unmittelbar. Oh, da oben ist gerade, hat's gerade gescheppert. Gucken wir unmittelbar vor Kap Dun noch mal nach. Also mit gescheppert meine ich, da sind übrigens Wölfe. Oben auf der Straße, auf der Hauptstraße. Scheint wohl gerade irgendein Unfall passiert zu sein. Na. So, dann noch eben das Fleisch mitnehmen, was wir dann gleich wieder braten können. Und das waren's aber immer noch nicht alle. Und dann, ja, wo sollen denn hier noch Wölfe sein? Ich sehe keinen Wolf mehr. Gucken wir hier oben nochmal nach. Ob wir hier noch irgendwie Wölfe finden. Aber hier sind wir ja gerade eben noch mit dem Harek langgelaufen. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn hier noch irgendwo Wölfe wären. Was war das? Sonnenkraut. Tja, wo sind noch Wölfe? Da sind tote Wölfe. Hier ist wieder eine Heilpflanze. Wir müssen uns auch mal langsam wieder Heiltränke machen. Ihr seht das schon. Hatte so gut eine Zeit lang gekämpft, aber heute ist der Wurm drin. Hä? Da war doch gerade wieder was. Achso, Joey. Ist ja der Jägersmann. Tja, wo sind noch Wölfe? Komische Sache. Aber, naja, dann müssen wir da gleich vielleicht nochmal ein bisschen nachgucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder runter zur Höhle. Damit wir jetzt nicht nur Orks töten oder irgendwelche Sachen suchen, würde ich sagen, erkunden wir einfach mal die Höhle hier weiter. Ich weiß, dass die vordere Höhle hier mit Goblins und Minecrawlers besetzt war. Wo wir ja auch weiter. Ach, was mache ich denn? Jetzt mache ich hier wieder eine Truhe auf, die wir schon längst geöffnet hatten. Wo wir ja eigentlich auch weitergehen können. Weil in der anderen Höhle waren sie ja auch die ganzen Minecrawler. Was haben wir denn da oben? Mal Leichen, kommt man da rauf? Aha, kann man raufgehen? Was hat man hier? Nichts. Ja gut, dann ist hier eben nichts. Und hier, die Truhe hatten wir auch noch geöffnet. Gucken wir mal weiter, was hier so ist. Das ist die Truhe, die wir nicht öffnen konnten. Dann machen wir sie direkt mal auf und gucken mal. Böses Vernichten. Vernichte Diener Belias. Oh, da ist übrigens das Amulett, was wir uns gerade eben beinahe geholt hätten. Mit plus 20 Lebensenergie. Das ziehen wir doch direkt mal an. Dann können wir nämlich das andere verkaufen. Das ist natürlich viel wertvoller. Und hier haben wir noch einen Knüppel. Noch ein Goblin. Und hier war, glaube ich, wo dann so viele auf einmal kamen. Genau. So, das ging flott. Da haben wir auch schon den nächsten. Zack, zack geht das hier. Die haben nicht wirklich was auf dem Kasten. Aber trotzdem, bevor wir jetzt hier uns immer weiter reinstürzen. Ach, das ist natürlich auch eine riesige Höhle hier.
Das ist natürlich auch, wobei ich fast schon finde, dass das die andere Höhle sein könnte, wenn ich mir das hier so nach unten hin angucke. Kommt mir das da unten sehr bekannt vor. Und da oben ist übrigens der Minecrawler, der steht da hinten und wartet schon. Es sieht so aus, als wenn das eine große Höhle wäre. Und da haben wir sogar eine Heilung und ein neues Amulett, das können wir verkaufen. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich stimmt, weil für mich sieht das aus wie eine riesige Höhle. Von der Struktur her da unten, finde ich, kommt mir das bekannt vor. Aber das werden wir sehen. Wo ist der Minecrawler hin? Ich würde sagen, wir essen erstmal was. Warum kann ich nichts essen? Ich möchte essen. Nochmal was essen. Und wir rauchen uns einen Joint. Für ein bisschen Mana, falls wir doch nochmal auf die Idee kommen sollten, irgendwas einsetzen zu wollen an Zaubersprüchen. So, da haben wir auch den Minecrawler. Ja, bau dich schon mal auf. Da schlängelt sich gerade auch eine Natter durch. Wenn sie überhaupt Natter heißt, aber es sieht aus wie eine Natter. Oh, die Viecher, die haben es echt drauf hier. Werden jetzt bestimmt einige lachen und sagen, die sind doch total einfach. Mach's doch mit dem Bogen und so oder nutz doch mal das und das. Wäre für mich nur noch schwieriger, als es sowieso schon ist. Wow, ich ergreife mal gerade die Flucht. Und trinke mir mal einen Schluck. Beziehungsweise zwei Schlücke. Uah, in den Rücken rein. Das ist nicht fair, Junge. Nicht fair. Na, geht doch. Also die sehen echt eklig aus, wenn man sich die mal so anguckt. Und der zappelt auch noch so widerlich. Naja. Gucken wir mal weiter. Der war, glaube ich, hier hinten. Da war auch eine Natter. Nicht, dass sie uns auch noch gleich angreift. Müssen wir jetzt mal direkt mal das Schwert ziehen. Schlange. Okay, gibt 10 Erfahrung, scheint also kein wirklich bedrohlicher Faktor zu sein. Aber das kommt mir hier echt extremst bekannt vor. Da unten diese dunkle Höhle, der Steg, das scheint einfach nur hier die obere Etage zu sein. Ziehen wir mal eine Fackel. Schauen uns das Ganze mal hier an. Also ich glaube, dass jetzt hier unter uns der Raum ist mit den Ogern, die wir nicht besiegen konnten, wie gerade eben auch die Ork-Patrouille wir beinahe nicht hätten besiegen können. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Und da hinten sind auch Oger. Das Leben ist so fair. Total. Naja, gucken wir mal, was wir so draus machen können. Hier haben wir auf jeden Fall genügend. Wow, hab ich mich jetzt erschrocken. Leute, 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 Leute. Aber er ist alleine. Schade, dass wir nicht irgendwie den runterschubsen können. Ja, und da hat er uns. Ende. Oh nein, ich habe nicht gespeichert, oder? Oh nein. Oh nein. Ja, da geht es zu Ende mit uns. Totgeknüppelt von einem Oger, nachdem ich so dumm war und nicht gespeichert habe. Und wenn ich jetzt gucke, Spiel laden, dann sind wir da noch bei der Ork-Patrouille. Und ja. Das ist jetzt natürlich wunderschön. Gut, dann würde ich jetzt einfach sagen, beende ich die Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und hoffentlich mit nicht so einem Todesakt.
den wir dann hier vollbringen. Also dann sage ich Tschüss und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.